Löslichkeit von Stoffen in Wasser. Hier am Beispiel von Würfelzucker. Wir füllen in ein Gefäß Wasser und geben mit Hilfe einer Pinzette ein Stück Würfelzucker hinzu. Sofort sieht man Blasen aufsteigen, das heißt, der Zucker beginnt sich im Wasser zu lösen. Nach circa 2 Minuten hat sich schon ein Großteil des Würfelzuckers aufgelöst. Scheinbar verschwindet der Würfelzucker. Dass der Würfelzucker nicht wirklich verschwunden ist, verrät der süße Geschmack des Wassers. Aus dem Wasser ist Zuckerwasser geworden. Der Würfelzucker hat sich im Wasser gelöst. Im Wasser können sich Stoffe lösen, deshalb bezeichnet man Wasser auch als Lösungsmittel. Nach ca. 5 Minuten ist das komplette Stück Würfelzucker aufgelöst, allerdings befinden sich nicht alle Teile in Lösung.